Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Transportfieber, meine lieben Freunde. Mitten in dem Star-Trek, also ist wieder hier am Start und wir haben gleich mal eine kleine Zugbegegnung. Ja, das ist die hübsche Strecke, wo die lieben Personen nach A und B reisen. Und ich wollte immer nach dem Alter gucken, es sind jetzt schon wieder 10 Jahre vergangen, Wahnsinn, Wahnsinn. Das läuft aber soweit gut. Ich gucke mal hier nach den Bahnhöfen, ob die überfüllt sind oder ob das noch alles funktioniert. Aber es scheint alles zu laufen hier. Alles noch im Rahmen. Meine lieben Freunde, wir gehen jetzt hier an dem Speck. Und zwar haben wir ein riesen Ding gebaut letztens. Und da der Vergangenheit Cedric sehr viel Gutes geplant hat, hat er auch gedacht, dass wir ja alle Linien erstellt haben. Ich denke mal, dass wir keine vergessen haben in der letzten Folge. Und ich glaube mal, dass der Gegenwart Cedric jetzt auch versteht, wo die ganzen Züge draufklatschen muss. Wo haben wir denn hier ein hübsches Depot? Ein Depot? Hier? Nee, das ist ein Güterbahnhof. Gibt es ein Depot? Irgendwo hier. Oder? Nee. Auch nicht. Depot? Haben wir noch keinen zerstört? Nirgends? Nada? Niente? Das hier? Nee. Das nicht? Hier ist noch kein Depot, oder? Auf der Strecke. Oh, hier. Zug. Welcher Zug? Der hier. Nicht Linie zuweisen, sondern anzeigen lassen. Gehen wir mal kurz zu diesem Zug. Details. Der hat ein Alter von 7. Okay, die sind nach 7 Jahren short. Das ist das Blöde, dass es hier in dem Spiel keinen automatischen Fahrzeugersatz gibt. Ja, das muss man alles selber regeln. Das ist ziemlich deprimierend, sage ich jetzt mal. Aber wir können ja jetzt mal hier sagen, das ist ja die Lok, wa? Die Lok. Und wie viel sind gerade auf der Strecke? Du mal hier mal ganz kurz den da machen. Und den da. 38. Ist das nur ein Zug? Und hier drüben. Martin 30. Also brauchen wir den auch nicht so lang machen, sage ich jetzt mal. Also tun wir uns ja Fahrzeug verwalten. Findet sogar schon 60 Stundenkilometer, aber die brauchen wir theoretisch noch nicht. Tun wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 56. Ich glaube, das reicht. Tun wir mal setzen. Das schaut ja doch wieder cool aus. Das machen wir mit den Zügen auch hier. Die tun wir auch mal setzen. Dass die uns hier nicht abschmieren. Da gucken wir aber erst auch wieder hier auf die Linie, wie viel die gerade hier macht. Also das ist die Fahrzeugstatistik, oder? Linienstatistik. Linie, hier Zug, nur sichtbare. Und die macht gerade 177 von 416. Da können wir auf jeden Fall runtergehen auf 250. Das heißt, jeder Zug mindestens 3 Waggons weniger. Also auf 10. Also, da schaue ich mal, wie viel. Ein Waggon war 80, ja? Ne, ich wollte nicht das Signal haben. Ich wollte den Zug haben. Vielen Dank. Ne, darauf. Dankeschön. Ein Waggon war 8 und 10 Waggons waren 80 und 80 mal 4 sind 24. Ne, sind nicht 24.
32. Ist eigentlich auch noch zu viel. Ja, machen wir da 8 Waggons ran. Ja, passt das auch wieder nicht wirklich, wa? Weil ja warten teilweise ganz schön viele. Na, hier gerade nicht. Aber hier hinten. 45 auf einen Schlag. Ich mach die mal so 60 lang, passt mal auf. So. Das sind jetzt 7. 7, 14, 28. So, 28 mal 8. Das sind 80, sind 160. Und das sind noch mal 72, hier 64. Also 224, habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ich glaube, das langt erstmal aus. Können ja später immer noch nachrüsten. Wenn die eh plus 7 Jahre durchhalten, ist das ja kein Problem. Läuft eigentlich die Datumsanzeige? Ja. Vielen Dank dafür. So, haben wir das geregelt und ich würde sagen, da wir hier ziemlich viele überlappende Strecken besitzen und hier brauchen wir entweder hier ein Depot, dass wir sagen, wir stellen das jetzt einfach hier so dahinter. Weil wenn ich es hier reinmache, kommt das nicht hier rüber. Und ich muss es an das Gleis auf jeden Fall hängen. An dieses Gleis. Und da tun wir das auch mal machen. Gehen wir mal hier so ein bisschen in den Berg. So. Gebäude. Zack. Und dass der hier mir nicht rummuckt. Schon mal hier mal da so ein Signal hin und fangen jetzt mal an. Was haben wir denn überhaupt verliehen in Massenhaft war? Fahrzeuge kaufen. Preußisch. Noch geht's nicht anders. Die macht 40. Hat aber natürlich auch mehr Leistung, ne? Aber weniger Zugkraft. Ein Wert weniger Emissionen, auch 8 Tonnen weniger. Hat auch ein Jahr mehr Lebensdauer. Ist schon, ja. Ist aber etwas teurer. Wir lassen das erstmal so. So, meine lieben Freunde, das ist ja hier eine Ölstrecke. Sag ich mal. Bevor ich aber hier weitermache, will ich mir noch einen kurzen Überblick verschaffen, von wo das Rohöl kommt. Das kommt von da hinten. Von da kommt das Rohöl. Und das wird wohin geliefert? Dahin. Und von dahin das Öl dahin. Alles klar. Das heißt, wir brauchen einmal Rohöl, was dahin kommt und Treibstoff wieder mit zurücknimmt, weil der Ölzug von hier nach da fährt und tut hier Treibstoff einladen nach da für diese Stadt. Und von hier aus nimmt der Rohölzug wieder das Treibstoff mit zu der Stadt. Ja, ich sehe. Und die werden einfach nur mit Kutschen beliefert. Das haben wir aber noch nicht erstellt. Die Linie ist ja erstmal egal.
Aber das ist auch schon mal eine gute Sache, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das machen wir so. Was heißt, das machen wir so? Die Linien ja schon erstellt, wa? Was will ich denn dagegen sagen? Aber wenn ich mir jetzt mal den Linienmanager an sich angucke, wa? Nur zeigen und nur Zugstrecken. Und was ist das? G6? Ne, G7 brauche ich. G7. Da haben wir hier Rohöl. Das ist die. Genau, das passt ja. Dann haben wir die. Ja. Dann haben wir Gas. Alles geht dort runter. Also, die wollen wir auch noch mit versorgen. Und wo geht das hin? Ach, hier runter. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Orte. Mal gucken, ob wir die alle mit Treibstoff überhaupt versorgen können. Müssen wir wahrscheinlich dann auch mal auf eine zweite Raffinerie zugreifen, die da von hier aus gerade nicht in Sichtweite ist. Aber wenn ich stehe genau drüber, aber wenn ich so drüber stehe, sehe ich hier noch eine andere. Das Geld dazu hätten wir, das müsste lange. Da hinten ist noch eine. Und die muss wie viele Städte versorgen? 1, 2 im Zweifel. 2 Stück. 3. Hinten noch was? Nee. 3 Städte. Da wir hier aber 1, 2, 3. 4, 5, 6 Städte haben, würde ich schon sagen, dass wir erstmal das so jetzt regeln, wie wir es jetzt machen wollten, und später dann von ganz hinten nach hier vorn versuchen, das mal ein bisschen anzukurbeln. Weil wir haben ja jetzt nur ein Rohöl, das wird definitiv knapp, aber wir haben ja noch geplant, hier zwei weitere Rohöl anzuzapfen. Das Lustige ist, diesen Rohölzug werde ich definitiv pushen. Hier kommt noch eine Verbindung hin. Und hier, das wären auch nochmal zwei Rohölzüge, die fahren nur bis da. Wisst ihr, was ich meine? Dass die Wegstrecke nicht so lang ist. Als von oben schaut, das sieht gar nicht mal so übel aus, wa? Ist hier im Haltern am See. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, ob die Stadt sich irgendwo hier reinbackt. Ich hoffe mal nicht, dass sie den Strand hier versautüdelt. Ich hoffe es einfach nicht. Aber mal gucken. Wenn wir die auf jeden Fall mit Werkzeug und Treibstoff beliefern, wird das schon ein guter Push nach oben sein. So, wo haben wir jetzt das Depot hingestellt? Da. Fahrzeug kaufen. Dampf, elektrisch haben wir auch nichts. Cargo bitte. So, dann Rohöl. 5 haben die Kapazitäten. Kapazität von 5. Die wollen viel haben. Wird ein langer Zug werden. Aber wie lang ist so ein Teil? Schier's da? Nee. Steht das nicht mit bei? Aber unten steht es bei 96 Meter, 102, 109, 120, Kapazität 100 erstmal. Wie viel Wagen hier schon dran? Wenn ich das jetzt X mache und ein Fahrzeug kaufe, ist das wieder weg. Okay. Mal kurz gucken, wie lang hier die Weichen von entfernt sind. Weil ich ja hier auch ein paar Gleise schon zugewiesen habe. Deswegen gucke ich mal kurz auf die Terminals. Ne, Rohöl. Das muss dahin. Und da muss ich dahin. Terminals. Ich muss auf die Gleis 2.
Und da ist die Kreuzweiche da hinten. Und das ist wie lang? 320 Meter. Mehr als 320 Meter. So, haben wir das schon mal geguckt? Jetzt schauen wir nach hier. Da. Wo steht das hier? An dem? Da muss ich mir die Linie mal... Nee. Die Linie muss ich mir jetzt mal so hier abrufen. Der hat das Gleis und ein bisschen vor. Und das sind wie viel Meter? Mehr als 320. Ach, guck mal, wir können ja einen mega langen Zug draufsetzen. Schau's dir an. Der Zug des Jahrhunderts. Pass auf. Dampf. Zwei Preußig braucht man da. Zwei Preußig. Und wir machen den jetzt 300 Meter lang. So einfach ist das. Easy. 7,8 Millionen. Kaufen. 44, meine lieben Freunde. 44. So, wir haben jetzt gekauft. Setzen wir uns natürlich auch drauf. Und zwar auf den. Zack. Und lass mal den Namen hier mal rausfahren. Okay, der Sound ist schon mal ein bisschen verstörend. Ich tue mal hier ein bisschen angleichen. Gefällt mir nämlich nicht so, wie das hier ausschaut. So. Schauen wir doch mal, wie lang dieses Züglein ist. Ist ja schon ziemlich langer Zug, ne? Ja, das gefällt dem Cedric. Mega lang ist der hier. Cool. Wie viel kann der jetzt mitnehmen? Theoretisch 220 Einheiten. Schau mal. Ist ja schon ziemlich lang. Es gibt da auch Gummi. Alter Verwalter. Da die Waldfee. Tun wir mal hier hinten schnell ein bisschen Öl draufsetzen. Haben wir da hier ein Depot? Nee, aber das haben wir hier oben. Fahrzeuge kaufen. Alle Güter, alle Güter, alle Güter. Ist auch Rohöl dabei. Ja, hier ist auch Rohöl dabei, wenn ich auf Cargo gehe. Ja. Und zwar... 20? Ist das übertrieben? Der hier? Ja. Schaut schon cool aus auf jeden Fall. Wenn der hier so angetanzt kommt. Schon mega. Ich will mal ganz kurz den Minusbericht ausschalten.
kosten. Ist schon ein Geistteil. Oh yeah. So ist natürlich noch impulsiver. Schon cool, die ganze Sache. So, tun wir mal die anderen Züge auch noch draufsetzen. Weil diese, was waren das, 12 Millionen, die wir hier unten stehen hatten, sind jetzt fast schon wieder weg. Also läuft das ja anscheinend. Ich setze jetzt auch gleich mal zwei drauf. Und muss trotzdem noch mal kurz schließen. Ist das jetzt gespeichert? Ja, wenn ich hier unten zumache, ist es gespeichert. Ist ja noch nicht gekauft. So ist ja nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo das Gas, Belsdorf, das hier, das Gleis, wo sich das aufteilt. Hier vorn. Und zwar hier. An der Stelle. Gucke ich mal, wie lange ich diesen machen kann. Der schafft es nämlich nicht auf seine 300 Meter. 240. Oder da ist das Ding. Ja, das schafft's. Also 250 ist maximale Obergrenze. Cargo. Und 85. 45. Kauf. Auf diesen da. So, jetzt tun wir auch gleich mal in den Linien was einstellen hier. Und zwar nicht Fahrzeug verwalten, sondern Linie verwalten, Linienmanager. Und zwar Mali Treibstoffraffinerie. Das haben wir schon eingestellt. Okay, dann müssen wir es kontrollieren. Der lädt Treibstoff und entlädt Öl. Und hier lädt er Öl und hier Treibstoff. Guck mal, das haben wir schon letztes Mal gemacht. Guck mal, haben wir doch schon gut vorgearbeitet. Ein was sich der Zukunfts-Cedric nicht gemerkt hat, sondern der Gegenwart-Cedric. Auch ein wunderschönes Züglein. Wie schaut denn das aus, wenn man jetzt die Waggons hier einfärbt? Wie zum Beispiel so. Okay, die bleiben immer noch glänzend. Schaut auch nicht so übel aus und so. Nee. Das schaut dann wieder ziemlich künstlich aus. Das geht noch gerade so. Das ist noch verkraftbar, sage ich mal. Aber natürlich schaut es am besten aus. Ist ein bisschen mehr farbig, sage ich jetzt mal. So. Super. Ist der Zug ja schon eingetroffen? Er trifft gerade ein. Die Pferdewagen treffen auch ein. Dann machen wir hier mal kurz Stopp, dass der definitiv was mitnimmt. Und ich baue mal die Straße unterirdisch. Das geht ja so gar nicht. So.
Straße. Nach unten, bitte. Auch bitte nach unten. Nee. Zack. Machen wir ein bisschen hier zackiger kurz. Gucken wir kurz hier hoch. Wenn ich alles schon geregelt habe. Was ist das hier? Schatten? Theoretisch könnten wir ja die Linien hier oben auch schon erstellen. Oder? Dass das hier ein bisschen schneller anläuft. So, die bringen jetzt hier mit. Die haben auch nur 5 jeweils, wa? Schauen wir mal, wie das läuft. So wie das ausschaut, brauche ich aber definitiv noch ein paar mehr. Das heißt, Fahrzeuge kaufen, zack. Mindestens nochmal 7 Stück. Und zwar hier drauf. So, und dann tun wir auch noch Fahrzeuge bestellen, auch nochmal diese hier, oder alle Güter. Alle Güter ist besser. Alle Güter ist besser, dann machen wir mal 15. Da wollte ich eigentlich drauf. Und den da. So, dass der Zug ja nicht leerlos fährt, das wollte ich nur damit Zweck. So machen wir es wieder auf halbe Geschwindigkeit. Und das läuft da jetzt. Zumindest so ein bisschen. Da hat der auf jeden Fall schon mal ein wenig Gewinn. Bis jetzt macht er noch ein Minus. Aber das Minus gleichen wir bald wieder aus. So, jetzt erstellen wir hier meine Linie. Fahrzeuge kaufen. Der tut Holz zu Bretter. Moment, wo kriegen wir Holzstämme her? Das ist erstmal die Frage. Die wollten wir dahin platzieren. Oder? Holz, ja. Das heißt, wir haben hier kein Depot. Das bringt das mal damit an. Das Depot tun wir auch mal hier ein bisschen außerhalb platzieren. Zack. Und zwar Baumstämme machen wir 25 Stück, dass das hier anläuft. Zack. So, mal kurz warten, bis hier was aufplöppt. Versand ist auf jeden Fall im Betrieb, weil das gelb aufblinkt. Wenn sonst nichts hier ist, dann. Nee. Ah, nee, warte mal. Da. Nee, hier ist auch potenziell okay. Unterwegs sind sie auf jeden Fall schon. Aber die produzieren, glaube ich, hier noch nichts, weil noch kein Abnehmer angeschlossen ist. Müssen wir doch mal alles anschließen hier. Und zwar hier. Machen wir auch so. Können die eigentlich Bretter? Ja, Bretter geht auch. Hier machen wir mal 15. Zack. Und
Und hier tun wir jetzt mal einen Zug erstellen. Dampf, ja. Machen wir mal auch zwei. Muss ich auch wieder gucken, wie lang passt der hier rein? Welches Gleis? Terminal ist die 1, ist hier vorn. Das ist das. Mehr als 240. Hier ist das, also kann der 300 Meter lang sein. Und hier vorn, wo hält der hier? Schließen bitte. Terminus auf der 1, also da. Und da kann er bis wohin? Und ein Schiff. Ein Schiffchen. Ein Schiffchen. Meine lieben Freunde, das schauen wir in der nächsten Folge nach. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Euer Cedric. Bye bye.